Radio Raufass. Das Märchenrätsel. Im letzten Rätsel haben wir das Märchen Schneewittchen gesucht. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin Veronika Schaflitzel. Sicher findet ihr auch diesen Monat wieder die richtige Lösung, die ihr bitte wie immer an rätsel@radioraufwass.de sendet. Der Einsendeschluss ist der 20. April. Und hier kommt der Ausschnitt aus dem gesuchten Märchen. Er trieb seine Kuh ruhig vor sich her und bedachte den glücklichen Handel. Habe ich nur ein Stück Brot und daran wird mir's noch nicht fehlen, so kann ich so oft mir's beliebe Butter und Käse dazu essen. Habe ich Durst, so melke ich meine Kuh und trinke Milch. Herz, was verlangst du mehr? Als er zu einem Wirtshaus kam, machte er Halt, aß in der großen Freude alles, was er bei sich hatte, sein Mittags- und Abendbrot rein auf und ließ sich für seine letzten paar Heller ein halbes Glas Bier einschenken. Dann trieb er seine Kuh weiter, immer dem Dorfe seiner Mutter zu. Die Hitze ward drückender, je näher der Mittag kam, und Hans befand sich in seiner Heide, die wohl noch eine Stunde dauerte. Da ward es ihm ganz heiß, so dass ihm vor Durst die Zunge am Gaumen klebte. Dem Ding ist zu helfen, dachte Hans, jetzt will ich meine Kuh melken und mich an der Milch laden. Er band sie an einen dürren Baum, und da er keinen Eimer hatte, so stellte er seine Ledermütze unter, aber wie er sich auch bemühte, es kam kein Tropfen Milch zum Vorschein. Und weil er sich ungeschickt dabei anstellte, so gab ihm das ungeduldige Tier endlich mit einem der Hinterfüße einen solchen Schlag auf den Kopf, dass er zu Boden taumelte und eine Zeit lang sich gar nicht besinnen konnte, wo er war. Glücklicherweise kam gerade ein Metzger des Weges, der auf einem Schuh kam, ein junges Schwein liegen hatte. »Was ist das für ein Streich?« rief er und half dem guten Hans auf. Hans erzählte, was vorgefallen war. Der Metzger reichte ihm seine Flasche und sprach, »Da trink einmal und erholt euch.« Wer den Namen des Märchens errät, hat gute Gewinnchancen. Also, mach mit, wir freuen uns auf deine Antwort. Zu gewinnen gibt es wie immer unser kleines Weihrauchfass mit Kohlen und 6 verschiedenen Weihrauchsorten. Viel Glück! Sophia Oeferle von Radio Rauchfass.